B 2.6. Der Sonnenfächer soll zweifarbig gestaltet werden. Dazu werden die Flächen der Figur CDG, der Figur EAF und des Dreiecks BGF entsprechend der Skizze dunkel abgesetzt. Zeigen Sie rechnerisch, dass der helle Teil um mehr als 40% größer ist als der dunkle Teil. Hier müssen wir auf die Fragestellung vor allem aufpassen. Auch hier gilt wieder der Reihe nach berechnen. Jetzt zeige rechnerisch, dass der helle Teil, also müssen wir auch erstmal den hellen Teil berechnen, um 40% größer ist als der dunkle Teil. Also müssen erstmal diese beiden Teilflächen des dunklen Teils bzw. des hellen Teils berechnen. In diesem Fall fangen wir mit dem dunklen Teil an, weil das ist schon viel mehr bekannt. Wir kennen das Dreieck BGF, die Fläche davon haben wir schon berechnet. Wir kennen die Fläche der Teilfläche CDG, die haben wir vorhin auch schon berechnet. Und die Fläche EAF ist genauso groß wie die Fläche CDG, liegt an den Eigenschaften des Kreissektors bzw. den kongruenten Teilsektoren. Also können wir sagen, AEAF ist gleich der Fläche von CDG. Damit lässt sich jetzt die dunkle Fläche sehr einfach berechnen. Nämlich mit der Fläche des Dreiecks BGF plus, jetzt können wir sagen, zweimal der Fläche CDG. Setzen wir die bekannten Größen ein, dann sind es 1413,3 Quadratzentimeter plus 2 mal 1481,2 Quadratzentimeter. Und das kann man sehr einfach mit dem Taschenrechner zusammenrechnen, sind 4375,7 Quadratzentimeter. So, wenn das der dunkle Teil ist, dann lässt sich der helle Teil auch sehr einfach berechnen, indem man einfach hergeht und sagt, na gut, ich nehme die komplette Fläche des Kreissektors ABC und ziehe davon den dunklen Teil einfach ab. Dafür brauche ich natürlich noch die Fläche des kompletten Kreissektors. Also Sektor ABC. Und jetzt müssen wir nochmal nachschauen, wie heißt die Flächenformel für Kreissektoren. Die finden wir auf Seite 35 der Formelsammlung und heißt a ist gleich r² mal pi mal Alpha durch 360 Grad. Unser Radius r entspricht der Seite CB bzw. BC und die kennen wir schon mit 110 cm. Der Winkel Alpha ist der Öffnungswinkel des Kreissektors. In unserem Fall heißt er ja Beta, beziehungsweise ist 105 Grad groß. Also setzen wir ein. BC² mal Pi mal Beta geteilt durch 360 Grad. Das sind dann die 110 Zentimeter zum Quadrat mal Pi mal die 105 Grad geteilt durch 360 Grad. Und dann erhalten wir als komplette Fläche einen Wert von ca. 11.087,2 Quadratzentimeter. Die helle Fläche lässt sich dann jetzt aus der Differenz berechnen. Also aus Sektor ABC, der Fläche des Sektors ABC, minus die dunkle Fläche. Und das ist dann 11.087,2 Quadratzentimeter minus die 4375,7 Quadratzentimeter. Und das ergibt einen Wert von 6.711,5 Quadratzentimeter. So, jetzt müssen wir mal auf die Fragestellung achten. Was ist überhaupt gefragt? Hier heißt es: Zeigen Sie rechnerisch, dass der helle Teil um mehr als
40% größer ist als der dunkle Teil. Wir müssen also den hellen Teil und den dunklen Teil zueinander in Bezug setzen. Wenn wir sagen sollen, der helle Teil ist um 40% größer, dann können wir zum Beispiel sagen, gut, der dunkle Teil soll 100% entsprechen. Wie viel entspricht dann der helle Teil? Also der dunkle Teil, das war der Wert von hier oben, die 4375,7 Quadratzentimeter, entsprechen 100%. Und wenn wir über den hellen Teil was erfahren wollen, ist der also gesucht. Wie viel Prozent entspricht das? Und der helle Teil war 6711,5 Quadratzentimeter groß. So, setzen wir wieder unsere Z-Regel an. Wir beginnen immer bei x. Und dann können wir eine weitere Gleichung aufstellen, mit der wir x berechnen können. Das heißt, 6711,5 Quadratzentimeter mal 100% geteilt durch die 4375,7 Quadratzentimeter. Und da wir einen Prozent dazusuchen, können wir auch die Zwischeneinheiten weglassen und gleich Prozent hinschreiben. Das tippen wir einmal in den Taschenrechner ein und bekommen dann einen Wert von ca. 153,4%. Und aus diesem Wert können wir jetzt auslesen, aha, es ist um 53,4% größer als der dunkle Teil. Und damit wäre die Aufgabe gelöst.